Hey und herzlich willkommen zu Die Sims 4 Missing Challenge Folge 3. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, ich habe ein kleines Missgeschick gehabt, denn ich habe mein Setup verändert. Ich habe jetzt 3 Monitore, ich habe eine neue Facecam und so ein Elgato Keylight. Und da hat natürlich einiges an Einstellungen dazu gehört. Und als ich eigentlich diesen Part schon aufgenommen habe, nahm es das leider mit dem Mikrofon der Facecam auf. Deswegen war die Audio richtig, richtig schlecht. Und deswegen bin ich heute um 35 aufgestanden. Es ist jetzt 7 Uhr. Und jetzt sitze ich da und ja, nehme diesen Part nochmal auf. Auf jeden Fall ist es jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich meine, ich habe zwar einiges erledigt, aber wir ja, schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt auch gleich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Genau, wir sind hier noch in San Myshuno und ja, es hat sich ein bisschen was getan seit dem letzten Part. Und übrigens, falls ich immer wieder so ein bisschen hier rauf gucke, dann schaue ich nur, ob meine OBS-Programme laufen, falls ihr euch da wundert. Ja, auf jeden Fall ist ein bisschen was passiert. Es ist ein kleiner Zeitsprung jetzt dazwischen von der Folge 2 auf Folge 3, also vielleicht, keine Ahnung, 2-3 Tage oder sowas. Denn unser Leo hat den Geburtstag gefeiert. Er ist jetzt ein junger Erwachsener und die zwei sind auch schon ausgezogen. Das ist eben alles in der Folge passiert, die ich jetzt nicht hochgeladen habe, weil die Audio so schlecht ist. Aber es ist wirklich nicht weiter schlimm. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier nochmal nach San Myshuno gereist, denn ich wollte noch eine Schneekugel mitnehmen. Das habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, dass ich das nicht vergesse. Und wir könnten eigentlich auch noch kurz die Poster einsammeln, wenn wir schon mal hier sind. Aline macht das. So, Leo kann ich jetzt nicht steuern, denn die zwei sind ja schon ausgezogen von San Myshuno. Wir spielen jetzt quasi einfach so, als würden die eben gerade die Wohnung hier in San Myshuno aufgegeben haben. Aileen hat sich schon eine Wohnung in Tomarang genommen. Da ist gerade quasi der Möbeldienst da und räumt ihr ihre Couch und ihr Bett rein, das, was sie halt eben mitgenommen hat. Es ist wirklich nicht viel. Und Leo und Eva sind auch schon in ein Haus nach Brindleton Bay gezogen. Da werden wir jetzt dann gleich hinreisen. Aber zuerst wollte ich euch noch was zeigen. Ich bin jetzt auf jeden Fall alleine mit Aileen in einem Haushalt, aber ich kann trotzdem Leo steuern mit der Mod Control Any Sim. Richtig praktisch, wenn man aufnimmt. Ich drücke jetzt hier einfach auf Sim steuern und schon kann ich Leo steuern. Also das ist einfach toll, Leute. Einfach toll. So, Aileen, wie sieht's aus im Hexenhaus? Möchtest du bitte die Poster einsammeln? Genau, weil dann können wir uns auch in unserer tollen Wohnung vielleicht ein paar Poster aufhängen. Denn ich dachte mir ja eben auch, dass Aileen so ein bisschen düsterer eingerichtet wird, wie sie halt eben auch so mit ihren Outfits ist, weil sie eben gerade in einer rebellischen Phase ist. Und ja, ich habe mir schon so kleine Pläne für sie gemacht und ich freue mich schon so. Denn wir können ja auch dann, heute ist Samstag, ab Montag mit ihr zur Highschool gehen. Und da dachte ich mir, ich erzähle euch das jetzt einfach auch gleich. Warte mal, Schneekugel brauchen wir auch noch. Da dachte ich mir, dass sie eben dann, sie ist ja so schlecht in der Schule, das wissen wir ja, das ist ja kein Geheimnis. Und dass sie dann vielleicht auf der Highschool jemanden trifft, der gut ist in der Schule und der ihr oder die ihr dann Nachhilfe gibt und sich da dann vielleicht was so entwickelt, so eine Jugendliebe oder so irgendwas. Das habe ich mir auf jeden Fall mal gedacht zur Aileens Geschichte, wie sie jetzt mal starten könnte, dass sie, wie gesagt, einfach auch so einen rebellischen Freundschaftskreis sich jetzt aufbaut und ja, dann eben viel feiern geht und viel in Clubs abhängt und die Schule natürlich schleifen lässt. Ich hoffe, wir können dann trotzdem als junge Erwachsene Polizistin werden, wenn wir so schlecht abschließen mit der Schule, aber ich denke schon. Polizist, sehe ich gerade hier, ist der auch ein Ermittler von der Entführung. Ja, wir schauen jetzt mal. Haben wir eine Schneekugel? Perfekt. Guck mal, dann haben wir jetzt noch hier 3 Poster mitgenommen und eine Schneekugel. Das ist doch super. Wir gehen jetzt wieder hier zu Leo. Ah, okay. Er spielt hier Karaoke. Auf jeden Fall wird Leo zu Aileen sagen, du, hey, wo bist du denn jetzt hingekommen? Und Aileen sagt, ja, ich habe noch kurz nach etwas gesucht. Ich bin gleich da. Ja, schnell jetzt. Ich muss los. Eva wartet doch auf mich. Genau. Und deswegen werden die jetzt zu Leo reisen. Dann können wir uns sein Häuschen angucken. Ich bin schon gespannt, was sie sagt, denn das ist richtig süß. Wie gesagt, er ist nach Brindleton Bay gezogen und ich habe ihm jetzt hier dieses Grundstück neben der Tierarztpraxis gegeben, weil ich mir dachte, er ist ja jetzt nur ein junger Erwachsener. Er kann jetzt mit dem Studium beginnen und er würde dann, glaube ich, auch immer ein Praktikum machen hier in dieser Tierklinik, später dann da auch mal arbeiten und vielleicht dann auch diese Tierklinik übernehmen, sobald der Besitzer irgendwie
in Rente geht oder keine Ahnung, das ist ja noch eine Weile hin, aber so habe ich mir das auf jeden Fall mal vorgestellt. Wir düsen auf jeden Fall jetzt mit Aline hier nach Brinnerton Bay. Wir waren zwar schon dort in den, ich habe ja eigentlich seinen Geburtstag gefeiert, aber ja, das müssen wir jetzt ein bisschen ignorieren. Wir tun einfach so, als wäre sein Geburtstag in den Umzug reingerutscht und deswegen haben die den auch nicht groß gefeiert. Und hier seht ihr auch schon einen Hund und zwar ist es die Amy. Die Amy ist nämlich, wie wir hierhin gereist sind in den blöden Partner. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich, das ist so blöd zum Erklären. Auf jeden Fall ist Amy die ganze Zeit hier vorm Haus rumgelaufen und sie war eine Streunerin und Leo konnte natürlich nicht anders. Und ich dachte mir da auch, dass Leo womöglich auch irgendwie so alle Streuner bei sich aufnehmen würde, die er so sieht. Ich meine, wir können das jetzt nicht wirklich so spielen, weil wir halt nicht mit Leo spielen, aber wir können uns das ja halt so vorstellen. Oder dass er sich halt um alle kümmert und irgendwie gleich in die Tierarztpraxis bringt, die ein bisschen aufpäppeln lässt und dann irgendwie schaut, dass die irgendwie an ja, eine glückliche Familie oder so kommen. Das ist auf jeden Fall jetzt unsere Amy, die gehört jetzt zu Leo und das ist das Haus von Leo und Eva. Dabei habe ich mir gedacht, dass Eva vielleicht dieses Haus geerbt hat von ihrer Großmutter oder so irgendwie. Genau, es ist auch voll möbliert. Ja, und am Dienstag hat dann auch unsere Eva Geburtstag. Die ist nämlich jetzt noch eine junge Erwachsene. Und da werden wir dann sowieso wieder hier sein und den Geburtstag von Eva feiern. Ich habe nämlich Leo auch noch nicht umgestylt zu seinem Geburtstag, weil ich mir dachte, ich warte mal, bis eben dann auch Eva Geburtstag hat. Und dann werden die zwei gemeinsam umgestylt. Ja, die drei sitzen sich auf jeden Fall jetzt hier noch auf die Couch. Wir können ja so tun, als hätten die jetzt noch die letzten Kisten irgendwie hier nach Brinnerton Bay gebracht von der Wohnung. Und Leo sagt jetzt so noch zu Aline. Danke, Aline, dass du uns noch geholfen hast. Brauchst du auch noch für irgendwas Hilfe? Nein, danke. Ich habe die Wohnung in Sammelschuhne schon gekündigt und die in Tomarang habe ich schon gemietet. Und die Möbelpacker sind schon da und räumen meine Sachen ein. Ach, das hört sich gut an, Aline. Falls du irgendwas brauchst, dann melde dich. Ich hoffe, du weißt das. Ja, Aline, das gilt auch für mich. Also, falls du Hilfe brauchst beim Streichen oder sowas, kannst du dich gerne melden. Wir sind in ein paar Minuten da bei dir. Danke ihr zwei, aber ich komme erstmal klar. Es ist alles gut. Ich konnte ein Bett von der Vorvermieterin übernehmen und ja, die Wohnung ist gut. Sie ist groß, sie ist toll. Okay, sehr gut, Aline. Und wir sehen uns dann am Dienstag zu Evas Geburtstag. Ja, Dienstag bin ich da. Ich muss jetzt aber los. Ich glaube, die Möbelpacker sind fertig. Okay, genau. Und deswegen reisen wir jetzt auch nach Tomarang in die Wohnung von Aline und ich bin super gespannt, was sie dazu sagt. Ja, ich habe nämlich eine Wohnung genommen, die schon vorgefertigt ist von Tomarang, habe die aber ein bisschen umgestaltet. Sie ist wirklich eigentlich ziemlich groß, aber ich war auch echt ein bisschen enttäuscht von der Welt, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, dass das Gameplay wirklich toll ist. Ich habe zwar schon einiges gesehen, was, dass es sehr buggy ist, aber das kennen wir ja schon. Also das Ganze, wie man halt Mieter ist und Vermieter ist und sowas, das sollte wohl ein bisschen buggy sein. Ich habe mir auf jeden Fall die Welt ein bisschen anders vorgestellt nicht, aber ich dachte mir, es gibt einfach viel mehr, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ja, okay, ist egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Tomarang. Ich spreche das hoffentlich richtig aus. Tomarang. Ja, ich glaube schon. In diesem Viertel, wir können ja noch mal kurz gucken. Das war auf jeden Fall das ärmere Viertel von den beiden, die es gibt. Es gibt nur zwei, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ich hoffe, ich übermittle hier keine Fehlinformationen. Aber ich glaube, es gibt dieses Viertel Morensong. Und es gibt dieses Viertel hier Koa Sapa. Also ich glaube, das ist halt auf jeden Fall so ein bisschen das reichere Viertel. Die Wohnungen hier zum Beispiel sind alle mit 4 Sternen bewertet. Und ja, es sind aber im Endeffekt ja auch nur 3 Wohnungen. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Ich dachte mir, da gibt es so richtige Apartment-Komplexe schon generell vom Spiel her. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm, weil wir können das auch von der Galerie runterladen. Aber, oder selbst halt was bauen. Aber ja, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Und wir wohnen auf jeden Fall jetzt hier in diesem Stadtteil, in diesem Takasoi 15. Und Leute, wie perfekt ist es eigentlich, dass es hier so ein bisschen asiatisch oder so angehaucht ist? Ich meine, Alines Vater ist Asiat oder asiatischer Herkunft. Und ich glaube, sie sehnte sich sehr danach. Vielleicht ist sie auch so ein bisschen das Papa-Mädchen. Ich meine, die zwei haben sich immer gut verstanden, aber sie hat sich ja auch mit ihrer Mom gut verstanden. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube,
sie vermisst natürlich beide, aber sie möchte sich irgendwie irgendwas näher fühlen. Und Solani ist halt nicht mehr sicher, haben die Ermittler gesagt. Deswegen kann sie jetzt nicht mehr zurück nach Solani. Deswegen möchte sie so ein bisschen Heimat von ihrem Papa wenigstens spüren. Und deswegen passt es auch sehr, sehr gut, dass wir jetzt hier in Tomarang sind. Genau, perfekt. Das ist auf jeden Fall unser Zuhause für jetzt mal. Wir können natürlich noch umziehen, denn man zieht halt mal öfter im Leben um. Ich bin auch schon ein paar Mal umgezogen. Und ja, aber für jetzt erstmal passt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt zeigen kann, wie viel das kostet. Ich kenne mich nämlich noch gar nicht aus. Auf jeden Fall habe ich uns als Grundstücksmerkmal Schimmel gegeben. Ah, hier. Genau, Schimmel habe ich uns gegeben. Das war schon vorgefertigt drinnen, heimisch. Natürliches Licht und Abendrot. Falls ihr da irgendwelche anderen Vorschläge habt, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne schreiben. Ja, ich weiß jetzt leider nicht, wie viel Miete wir zahlen müssen. Apropos Miete, ich sehe gerade, wir haben extremst viel Geld, aber ich habe ja hier noch ein bisschen umgebaut. Deswegen werden wir das Geld jetzt noch auf so, ich glaube, 30 Simoleons cheaten, weil das ist halt so, ja, finde ich ein bisschen realistisch, dass sie eben noch ein bisschen was über hat. Ja, genau. Ich habe auch schon gesehen, dass wenn wir eine Wohnung kündigen möchten, dass wir dann den Mietvertrag schriftlich kündigen müssen und dafür 500 Simoleons einfach zahlen müssen. Das ist ja auch eine Frechheit. Auf jeden Fall wohnen wir oben hier in dieser Wohnung, die ich ein bisschen umgestaltet habe, denn ich wollte das Ganze natürlich ranzig und noch ranziger. Und so habt ihr mir das auch in die Kommentare geschrieben. Deswegen kommt man eben jetzt hier rein. Die Türen finde ich richtig süß. Da habe ich mir vorgestellt, dass sie das irgendwie selbst so beklebt hat oder keine Ahnung. Dann haben wir hier so einen Stromkasten. Ihren Kalender hat sie natürlich schon aufgehangen und ihr seht, es ist nirgendwo Tapete drauf und hier ist überall Dreck. Also so, ich habe mir halt so gedacht, weil es vielleicht irgendwie feucht war oder so, dass es halt hier ganz schwarz ist. Dann geht man hier durch, warte mal, ich mache das mal so, schön. Dann geht man hier durch in die Küche. Ja, da habe ich wieder eine Küchenzeile schon platziert. Wir haben aber keinen Herd und keinen Kühlschrank, denn in Mietwohnungen ist es schon eher üblich, dass wenigstens eine Küchenzeile drinnen ist. Genau, ja, sieht so aus, ne? Wunderschön, auch dreckig. Hier rechts gehen wir dann durch zum Wohnzimmer. Da haben eben die Möbelpacker schon diese Couch und die Lampe und den Teppich reingebracht. Genau, hier habe ich auch schon die Bilder von Aileen aufgehangen, die sie eben mitgenommen hat noch von San Myshuno, ein paar von Leo, von ihr, von Eva und von ihren Eltern. Wenn wir jetzt hier wieder rausdüsen, dann können wir hier in das erste Zimmer reingehen und das ist tatsächlich eigentlich so ein Abstellraum-Büro oder vielleicht in späterer Sicht mal ein Kinderzimmer. Ja, deswegen sage ich ja, wir haben eigentlich eine große Wohnung, aber ich finde, das passt auch. Sie ist halt ziemlich ranzig, deswegen ist sie halt vielleicht auch groß und günstig, ne? Weil sie einfach nicht gepflegt wurde, aber egal. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer und wie ich schon eben gesagt habe, es ist ziemlich dunkel, aber es hilft jetzt alles nichts, ich hoffe, ihr seht das. Wie ich eben vorhin schon bei Leo gesagt habe, oder Aileen hat es gesagt, dass sie eben das Bett von der Vorvermieterin oder Vermieter übernommen hat und es ist natürlich schwarz und deswegen wollte sie es vielleicht auch so unbedingt. Ich meine, sie hatte vorher nur ein Einzelbett und die Vorvermieterin hat irgendwie gesagt, du brauchst ein Bett, ich nehme das nicht mit und Aileen hat das ganz, ganz billig ihr abgekauft. Aber guckt euch mal diesen tollen Ausblick an. Toll, oder? Wir sind zwar hier direkt am Spielplatz, ich weiß nicht, ob das Aileen so cool findet, aber sie will sowieso mehr oder weniger feiern in der Nacht und am Tag dann schlafen. Also so stelle ich mir das mal vor, ob das dann so umsetzbar ist. Müssen wir mal gucken mit der Schule. Und hier haben wir noch ein Badezimmer, auch hier habe ich das schon eingerichtet. Ich liebe es zwar, eine richtige, richtige Rags to Riches zu spielen, wo wir wirklich kein Geld haben und nichts haben, aber in diesem Fall finde ich es einfach ein bisschen unrealistisch. Denn es ist eine Mietwohnung und ich würde zum Beispiel nicht in eine Mietwohnung ziehen, wo keine Toilette und Dusche und Waschbecken und sowas da ist, denn ich würde das halt nicht selbst bezahlen wollen. Und dann zieht man aus und dann muss man das alles irgendwie stehen lassen oder halt wieder mitnehmen. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Genau, das ist auf jeden Fall jetzt die Bleibe für jetzt mal. Ich finde es eigentlich richtig süß. Falls ihr irgendwelche Veränderungsvorschläge oder irgendwelche Ideen habt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne. Aber Aileen ist dann so gesehen jetzt auch zum ersten Mal hier in ihrer Wohnung. Ich meine, sie hatte die natürlich irgendwie besichtet oder hat sie das vielleicht auch nur online gemacht. Ja, deswegen wird sie jetzt auch zum ersten Mal ihre Wohnung betreten. Geh mal hier rein und guck dir mal an, ob es dir gefällt. Ach Gott, guck mal, wie sie sich umsieht gleich. Und, was sagst du? Ach komm, dann mach mal ein Bild, weil der erste Tag in meiner kleinen, feinen Wohnung, die ja gar nicht so klein ist.
Aber ich dachte mir auch, kennt ihr das Gefühl? Also ich kenne es auf jeden Fall, wenn man das erste Mal von zu Hause auszieht in seine eigene Wohnung und dann am Abend, wenn alle weg sind, wenn alles erledigt ist, die Tür zumacht und dann mal realisiert, okay, ich bin jetzt wirklich alleine in meiner Wohnung. Und das ist echt ein bisschen beängstigend, glaube ich. Und ich glaube, das findet auch Aileen jetzt gerade ein bisschen beängstigend oder auch nicht. Ja, ich glaube, jetzt findet sie es natürlich noch cool und denkt sich so, yeah, oh mein Gott, ich habe eine eigene Wohnung, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Aber ich glaube, dass das ziemlich schnell, ja, anstrengend werden kann für sie. Sie hat jetzt auch hier ein bisschen Musik. Was hörst du hier? Metal soll nicht in den Ohren wehtun. Ja, doch, eigentlich schon. Ach, guck mal, wie sie tanzt. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, Leute, sie spielt Luftgitarre. Das ist so perfekt. Ihr habt mir nämlich auch in die Kommentare geschrieben, dass ihr findet, dass Aileen, oh mein Gott, dass Aileen Gitarre spielen sollte. Und ich glaube, das wird auch so ziemlich das Erste, was wir uns besorgen oder investieren werden, eine Gitarre. Denn da können wir vielleicht auch mal so ein bisschen an der Straße spielen und somit ein bisschen Geld verdienen. Hey, das passt so gut zu ihr jetzt gerade. Dieser Song und dass sie gerade so Luftgitarre spielt, das ist so cool. Wie gesagt, sie wird halt einfach auch ein bisschen düsterer durch diese Umstände, die sie jetzt so erlebt hat und dass sie jetzt auch als Teenager quasi alleine gelassen wird und wirklich niemanden hat. Ich meine, sie hat Leo, ihr wisst schon, was ich meine, aber dass sie halt jetzt so für sich selbst sorgen muss, ne? Aber wir müssen jetzt trotzdem das jetzt mal ausschalten, hart abrocken. Hey, kommt das mit dem Spiel, macht das mal. Rock mal hart ab. Ja, ist auch richtig cool. Sie kommt in ihre Wohnung, macht die Tür zu, schaltet gleich hier Metal ein. Oh Gott, jetzt macht sie einen Howdy-Tanz. Das ist aber nicht hart abbrocken. Ja, schaltet auf jeden Fall ihr Radio ein und tanzt hier voll. Das ist nicht hart abbrocken. Oh mein Gott. So, okay, wir werden das auf jeden Fall jetzt ausschalten. Was wünscht sie sich denn mit dem Polizisten? Freunde werden mit Lamont. Aha, okay. Können wir das bitte ausschalten? Ja. Wir werden jetzt losdüsen und uns mal angucken, wo wir denn hier so hingezogen sind. Also Aileen ist, glaube ich, auch neugierig und möchte mal schauen, wer hier so rumläuft, was sich hier so tut. Leo ist natürlich auch gleich da jetzt wieder, weil er vielleicht doch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte und sich denkt so, hey, Aileen, wo möchtest du denn jetzt hin? Hey, Leo, was machst du jetzt schon hier? Ich wollte mich gerade ein bisschen umgucken hier. Ich bin eigentlich gekommen, um deine Wohnung zu sehen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich dich so alleine gelassen habe mit dieser Wohnung. Aber schön hast du es hier. Ein bisschen dreckig, aber geht schon. Ja, die Gegend hier ist ganz toll. Ich muss mich noch ein bisschen besser einrichten und hier Tapeten drauf machen und so, aber das hat alles keinen Stress. Du wolltest gerade los? Kann ich mitkommen? Ich wollte mich ja auch ein bisschen umsehen, wo du denn jetzt hier hingezogen bist. Ja, natürlich, Leo, kannst du mitkommen. Ich kenne mich aber hier noch nicht aus und wie gesagt, ich wollte eigentlich gerade nur los, um zu gucken, was hier so los ist und wer hier so rumläuft. Ja, das hört sich doch gut an. Dann legen wir mal los. Hast du Hunger? Vielleicht gibt es ja auch irgendwas, wo wir gut essen gehen können. Ja, ich habe gehört, hier gibt es so Marktstände, da könnten wir ja mal hin und es freut mich, dass du vorbeigeschaut hast, Leo. Dann gehen wir mal los jetzt. Genau, und somit werden wir uns jetzt hier mal umsehen. Ja, ich glaube, hier kann man nicht wirklich viel machen. Hier gibt es so eine schöne Sitzgelegenheit. Ein riesen Dach für eine kleine Bank. Ja, hier ist der Spielplatz. Oh mein Gott, Leute. Ach so, ich dachte mir gerade, Hannah einfach. Ich dachte mir gerade, die stalkt uns wirklich, aber es ist sie nicht. Hier kann man murmeln, aber murmeln können anscheinend nur Kinder. Erwachsene können Murmeln sammeln, aber spielen können sie nicht damit. Warum auch immer, weiß man nicht, aber es ist anscheinend so. Ja, weiß nicht, so mit Sammeln und so, glaube ich, werden wir hier ein Problem bekommen. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht können wir auch immer wieder so nach Sammelschuno trotzdem düsen, um Poster und sowas zu sammeln. Ich weiß nicht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr das realistisch findet oder ob das blöd ist, dass es halt dann, ja, zu weit auseinander ist. Ach, die Autos sind ja süß, guck mal. Ja, ich glaube, hier gibt es nicht wirklich was, was wir tun könnten. Ich meine, wir könnten auch mal hier hingehen, komm. Setz dich mal hier hin und Leo, du auch. Dann spazieren die jetzt quasi von unserer Wohnung, unser Haus ist es ja nicht, von Aileens Wohnung, hier runter
und gehen hier am Wasser entlang und schauen sich so ein bisschen um. Und wenn man sich das jetzt hier so ansieht, oh, guck mal, hier kann man graben. Und wenn man sich hier jetzt so ein bisschen umguckt, dann erinnert es doch schon so ein bisschen auch an Sulani. Natürlich mit den tropischen Pflanzen, mit dem Meer. Ich denke mal, es ist ein Meer oder es ist ein See. Ich glaube, es ist ein Meer. Ja, das erinnert schon sehr auch an Sulani, aber gleichzeitig erinnert es auch sehr an Joshua, quasi an die asiatische Kultur. Und das finde ich richtig super, dass das quasi beides unter einem Hut ist hier. Ne? Ja, Aileen hat gar keinen Bock hier. Achso, sie sollte ja graben. Okay, haben wir was gefunden? Die verkaufen wir aber so, die packe ich nicht aus, weil ich befürchte wieder Schlimmes. Und Aileen hat jetzt auch mittlerweile schon Hunger, deswegen werden wir jetzt mal in einen anderen Stadtteil düsen. Ich hoffe, hier gibt es dann auch diese Märkte oder gibt es die hier? Na, hier muss ich hin, oder? Ich muss einfach hier hinreisen. Und da sind dann die Stände, oder? Ich befürchte schon. Deswegen reisen wir jetzt mal hier zu diesem Wohngrundstück. Das ist ja auch dumm. Ja, dann gehen wir mal hier zu diesem Nationalpark. Genau. Leo hat sich da schlau gemacht im Internet und hat gesehen, dass es hier wohl in der Nähe einen Nationalpark gibt. Und da fahren die jetzt quasi schnell hin mit dem Rad oder mit der Bahn oder so. Und hier sind wir auch schon. Ja, super spektakulär. Es gibt Bänke, es gibt einen Griller. Ja, schön ist es schon hier. Guck mal, ein schöner Teich. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich zum Markt, wenn ich den finde. Für was hast du jetzt 28? Oh mein Gott. Aileen, ich wollte doch am Markt was mit dir essen. Na gut, Leo, dann setz dich auch hier hin. Dann machen die halt jetzt hier so eine kleine Grillerei am Nationalpark und können sich dann vielleicht noch eine Nachspeise oder sowas auf dem Markt holen. Aber währenddessen die das machen, gucke ich mal, ob es hier überhaupt... Ja, hier, guck mal. Sind schon die Stände. Süß. Okay, da kann man nichts machen. Hier kann man was kaufen. Öffnungszeiten. 18 Uhr. Och Gott, wir haben erst 15 Uhr. Aber das könnte sich ja ausgehen. Diese sind nicht spielbar oder nicht besetzt. Also gibt es nur zwei Märkte, also zwei Stände. Na, hier drei. Alon. Alon. Wie spricht man das aus? Sagt man Alon? Eins. Oder Alon? Zwei. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe drei, aber ich meine zwei. Also Alon oder Alon. Wie spricht man das aus? Der ist ja cute, oder? Oh mein Gott, ich hätte Bock auf ein Umstyling. Aber ich mache die Umstyling immer erst, wenn ihr sagt, der ist gut oder die ist gut. Die nehmen wir auf. Das machen wir so. So wie bei Raoul in der Unterschied im Stammbaum-Challenge. Habe ich auch gewartet, was ihr sagt. Und ihr habt auch alle gesagt, oh mein Gott, Raoul ist so toll. Ah, du bist auch eine Cutie. Hier laufen einfach die süßen Leute rum. Nen Bun Ma. Süß. Okay, es gibt schon ein paar mehr Stände hier. Ach, schaut mal, das ist schon schick hier. Wir spielen auf jeden Fall auch nicht wirklich hier mit dem Vermieten direkt. Also Aileen wird keine Vermieterin, denke ich jetzt mal. Ja, deswegen wird es für uns wahrscheinlich jetzt nicht so buggy sein. Aber ich habe mir gestern wirklich ein paar Videos angeguckt und es war fast bei allen gleich, dass es sehr, sehr buggy war mit dem... Ja, vermieten. Wir nehmen das Essen natürlich mit, denn Aileen braucht vielleicht später auch noch was zu essen. Aber, oh Gott, jetzt stinkt sie. Aber es macht nichts. Macht nichts. Es macht nichts. Leo, warum bist du denn so traurig? Versuchen aufzumuntern. Aber naja, gut, ist ja ganz klar. Ah. Leute, wie dumm kann man denn sein? Er wohnt nicht mal noch bei uns. Also ich spiele nicht mal noch mit ihm und er isst trotzdem Fleisch, weil er einfach, oh Gott, weil ich einfach dumm bin. Naja, okay. Wir tun aber natürlich wieder so, als wäre er jetzt gerade traurig, weil ihm vielleicht auch gerade auffällt, dass es hier sehr nach Sulani, Madeline, Joshua, asiatisch und so aussieht und er seine Eltern halt vermisst und ihm das eben gerade so ein bisschen wieder hochkommt. Aber Aileen sagt, Leo, komm, reden wir jetzt nicht darüber. Es wird schon. Wir gehen jetzt hier an diese Essensstände und schauen, ob wir noch eine gute Nachspeise bekommen. Obwohl die erst um 18 Uhr aufhaben, aber wir können ja trotzdem mal hier hingehen. Und dann kommen sie sich so drauf, die haben ja erst ab 18 Uhr auf. Sie sind ja neu hier. Woher sollen die das denn wissen? Oh mein Gott, das war jetzt schwer zu sagen. Oh mein Gott, Aileen, alles okay? Ja, ja, alles gut. Ich gucke nur ein bisschen in den Himmel. Und da legst du dich einfach hier auf den Gehsteig und stinkst du so auch ein bisschen. Ja, es tut mir leid. Ich bin eben vorhin gerade umgezogen und dann war ich bei euch und ich hatte noch keine Zeit zum Duschen. Ja, scheinbar haben die Essensstände noch alle zu. Ja, habe ich auch schon bemerkt. Und die da hinten auch? Ja, die da hinten haben auch zu. Hallo Leon, ich rufe dich an, um dir mitzuteilen, dass Amy... Nein! Oh mein Gott, wir haben die doch erst adoptiert. Jetzt ist sie schon gestorben. Ach nein, Leo. Ach nein, das hat er aber nicht verdient. Mann.
Aber so gesehen hatte sie dann wenigstens noch ein paar schöne Tage oder wenigstens ein, zwei Tage bei Leo und musste nicht mehr herumstreunern und wurde nochmal so richtig geliebt und hatte ein warmes Bettchen und was zu fressen und ist dann vielleicht jetzt eben friedlich eingeschlafen nach diesem anstrengenden Leben als Streunerin. Oh mein Gott, das tut mir jetzt so leid. Und jetzt ist er nicht zu Hause. Komm, umarm deinen Bruder schnell und dann wird er aber, glaube ich, auch nach Hause gehen. Ach, guck mal, er geht jetzt auch einfach, er lässt sich auch gar nicht mehr umarmen. Vielleicht hat er gesagt so zu Aline, du, Eva hat mich gerade angerufen, Amy, sie ist gestorben, ich gehe jetzt lieber nach Hause. Ja, Aline versteht das natürlich. Sie denkt sich vielleicht dann so, guck mal, er hat schon offen. Was können wir hier bestellen? Ah, ist ja Hühnchenpfanne. Lecker, ich liebe das Essen so. Gedampfter Reis, Hähnchen, Chimichurri, Chimichurri, Spieße, Pankit Bihon, Panaceo, Malaysche Safe-Spieße. Aha, ja, ignoriert es einfach, Leute. Gibt ja auch irgendwo eine Nachspeise, bitte. Toll! Traditionelle Kleidung kaufen, mehrlagiges Top kaufen, Streifenshirt kaufen. Ah, oh, wir haben kein Geld, schade. Waren kaufen. Geh mal hier hin. Hellgrüne Quaste, toll. Kartoffeln, Mehl, Murmelglas, mysteriöser Korb. Was ist in diesem Korb, wenn man ihn schüttelt? Ertönt ein leises Rasseln aus dem Inneren. Doch wenn man ihn öffnet, offenbart es nur Leere. Vielleicht solltest du diesen Korb füllen? Ja, du musst ihn füllen. Er ist hungrig und verlangt nach Nahrung. Okay. Öllampe können wir auch einfach hier kaufen. Das ist ja toll. Okay, aber wir brauchen hier nichts, weil wir haben auch kein Geld. Danke, du hast echt tolle Sachen, aber I have no money. Ich möchte Nachspeise, bitte. Aber, oh, Knoblauchnudeln, lecker. Aber ich glaube, mit der Nachspeise haben wir hier ein Problemchen, weil beim Chinesen oder Asiaten, wenn man essen geht, dann gibt es auch immer nicht so wirklich eine Nachspeise. Ich glaube, die haben das einfach nicht so. Naja, gut. Dann düsen wir jetzt aber, glaube ich, mal schnell nach Hause und werden uns jetzt duschen gehen und so. Und ich glaube, Aline wird sich auch so ein bisschen zusammenrichten quasi und gucken, was hier so in der Nacht los ist in Tomerang. Ob es hier ein Nachtleben gibt und wo sie denn dann so abhängen kann und vielleicht auch eben Leute kennenlernen kann. Ne? Frisch geduscht und aufgebrezelt wird Aline jetzt hier die Nacht unsicher machen. Sie wird sich jetzt hier umgucken, wo sie denn hier hingehen kann. Und ich werde jetzt hier irgendwie eine Bar oder eine Disco oder sowas platzieren. Da schaue ich auf jeden Fall mal noch in der Galerie, ob ich was Schönes finde. Und hier sind wir jetzt auch in der Bar, die ich eben gerade platziert habe. Ich finde die richtig, richtig schön. Es ist irgendwie so ein Restaurant, Bar, aber auch eine Disco. Und diese Kombi finde ich echt toll. Ist, glaube ich, passt auch ganz süß hierhin. Ich finde, es muss auch nicht alles so mega asiatisch oder halt hier immer so perfekt dazu passen. Ach, guck mal, die schönen Straßen. Lichter an. Sehr süß. Und auf jeden Fall haben wir die Benachrichtigung bekommen. Sims, die nach der großen Liebe suchen, sind hier richtig. Es ist Single-Nacht. Sims im Flirtland können sich zum günstigen Preisen Getränke spendieren. Ich habe jetzt auch geschaut, wen wir mitnehmen könnten, wenn wir jetzt hier in diese Bar reisen. Aber tatsächlich kennt Aline ja einfach auch keinen. Denn wie denn auch? Ich meine, als sie gerade in die Middle School quasi ging, da hat sie auch nicht wirklich. Keine Ahnung, Zeit, weil sie halt viel mit den Ermittlern verbracht hat und mit der Polizei wegen ihren Eltern. Und ja, jetzt war sie halt eben auch noch nicht auf der Highschool und durch das Umziehen hatte sie jetzt auch nicht wirklich so die Möglichkeit, hier in Sammelschuh nur jemanden kennenzulernen. Aber ja, wir werden das auf jeden Fall ändern. Ich glaube, Aline ist da auch nicht irgendwie zurückhaltend oder sowas, wenn es ums Leute kennenlernen geht. Deswegen wird sie da wahrscheinlich auch einfach irgendjemand anreden. Hier haben wir auf jeden Fall so ein kleines, feines Restaurant. Dann hier ist die Küche dazu. Oben haben wir dann eine kleine Bar. Das ist mir aber tatsächlich alles ein bisschen zu hell. Vielleicht gestalte ich das noch ein bisschen um. Aber hier im Keller unten haben wir eine Disco und das finde ich richtig cool. Oder sollte es eigentlich so ein Theater? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist halt das Einzige, das es hier gibt in Tomerang, wo wir jetzt halt so hingehen können. Deswegen passt das schon. Okay, ich glaube, der Baumodus ist etwas zu buggy. Ich will hier wieder raus. Okay. Also das hat nicht funktioniert. Ich habe mir gedacht, ich mache hier so einen kleinen Flur, damit man hier nicht durch dieses Restaurant laufen muss, um in die Disco zu gelangen. Aber damit werde ich mich noch beschäftigen, wenn es nicht mehr so buggy ist. Und guck mal, hier ist eine Gitarre. Hey, da können wir schon mal ein bisschen üben. Das ist aber nicht Metal. Aber ich glaube, sie hat umgeschaltet, oder? Ja.
Okay, ich glaube, ich lasse Aline auch einfach das hören, was sie eben gerade so einschaltet, ob es Metal ist oder Volksmusik oder egal was. Ich glaube, sie hört sich einfach das an, was sie gerade im Moment fühlt und hören möchte. Oh, wir haben Geld bekommen von ihm, 2 Simoleons. Dankeschön. Und die Unternehmungsfähigkeit haben wir erworben. Toll. Das steht ihr schon, ne? Das mit der Gitarre, mit ihren schwarzen Nägeln, finde ich einfach toll. Hey, wir haben schon wieder Simoleons bekommen. Aber ich wollte eigentlich, dass hier ein paar Party-People hinkommen. Ganz schön leer hier. Dankeschön. Oh mein Gott, guck mal, die geben uns alle einfach 2 Simoleons. Aber Aline, ich möchte eigentlich, dass du dir irgendwie was zu trinken bestellen kannst. Kann hier nicht irgendjemand arbeiten? Das ist ja auch ein bisschen alles für Schlafen hier, ne? Ja, dann hör mal auf zu spielen und arbeite selbst an der Bar. Nee, Getränk zubereiten. Mach dir dein Lieblingsgetränk. Krasse Klänge, schüttel dein Haar, schrei dir die Lunge aus dem Hals und stricke einen Pulli, den du hörst gerade, Metal. Ah, aber sie mag das, glaube ich. Bombensicher, es gibt doch nichts Besseres, als sich tief unter der Erde aufzuhalten und sicher vom Beton umgeben zu sein. Ja, sie ist ja auch paranoid, ne? Das ist ja auch eine Herausforderung dieser Challenge. Ja, finde ich auf jeden Fall süß, dass sie sich da jetzt sicher fühlt, weil sie im Keller ist. Ewige Qualen. Aline fühlt sich wie eine Versagerin und ist sich nicht sicher, ob sie je darüber hinwegkommen wird. Ach Mensch. Ja, ich glaube, das hat sie schon so ein bisschen mitgenommen und ein bisschen belastet hier in der Middle School quasi, dass sie das so schlecht war, so schlecht ankam bei den anderen und irgendwie alles, ja, schief ging, was schief gehen konnte. Oh, guck mal, hier stellt sich eine vor bei uns. T. Lynn. Hi. T. Komm, wir werden uns lustig vorstellen bei ihr. Süße Maus. Aber wir brauchen doch ein paar Teenager. Aline wird auf jeden Fall T. mal fragen. Hey, bist du eigentlich von hier oder? Ja, ich komme von hier. Und von wo kommst du? Ursprünglich aus Sulani, dann war ich in Sammelschuno und jetzt bin ich hier. Aber sag mal, ist hier immer so wenig los? Naja, diese Stadt ist schon ein bisschen verschlafen, aber hin und wieder ist schon einiges los. Aber ich muss jetzt auch los. Ciao. Tschüss. Und wir, sie setzt sich hier hin. Okay, wir müssen jetzt aber auch los, denn wir düsen jetzt wieder nach Hause, denn hier ist wirklich nicht wirklich viel los. Hä? Was? Hier ist wirklich nicht wirklich viel los, genau. Keine Ahnung. Wir düsen auf jeden Fall jetzt wieder nach Hause, denn Aline ist auch schon müde und ich glaube, sie freut sich einfach auch auf ihr Bettchen und ja, dass sie jetzt mal zur Ruhe kommen kann ein bisschen, denn der ganze Stress mit dem Umzug und so, ich glaube, war jetzt auch nicht gerade so nebenbei das zu machen, weil, ja, ich meine, sie hatte zwar einen Umzugsservice, der ihr das alles gemacht hat, so, also die Möbel so reingebracht hat, aber sie hat ja auch bei Leo geholfen. Deswegen wird sie sich jetzt in ihre Koje hauen und einfach mal schlafen gehen. Ne? Haben wir hier kein Licht im Schlafzimmer? Ja, doch haben wir. Und da kommt die auch schon, die Mausi, und legt sich in ihr Bettchen und wird jetzt hier die erste Nacht in ihrer eigenen Wohnung verbringen. Das ist so aufregend. Ich werde auf jeden Fall jetzt diese Folge beenden. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, sich so ein bisschen in hier Tomerang umzusehen. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ich anschauen muss oder was Aline sehen muss oder was wir so machen können, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann würde ich mich riesig freuen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall dann noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!